Hier gehen seit letzter Woche besonders viele FFP2-Masken über den Tresen. In der Lindenapotheke in Moers hat man seit den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern alle Hände voll zu tun. Ab heute gilt die verschärfte Maskenpflicht. Die Auswirkungen sind deutlich spürbar. Also die Nachfrage ist eigentlich seit letzter Woche wieder sehr groß geworden. Es ging so Mitte der letzten Woche los. Viele Fragen, was kann ich denn jetzt noch tragen? Was ist denn mit meinen selbstgenähten? Das haben wir schon deutlich gespürt. Viele Kunden seien verunsichert, mit welchen Masken man noch auf die Straße dürfe. Für Christina Roth bedeutet das nicht nur verkaufen, sondern vor allem beraten. Auch die Verärgerung darüber, die aufwendig selbstgenähten Masken nicht mehr tragen zu dürfen, sei groß. Trotzdem seien die neuen Regelungen sinnvoll, um mehr Schutz vor dem Virus zu gewährleisten. Ich halte sie für sinnvoll, wenn man die Masken auch so nutzt, wie sie gedacht sind, dass man auch die wirklich wechselt, auch medizinische Masken wechselt und nicht dann 15 Tage am Stück trägt, wo man schon die grauen Zeichen sehen kann. Und auch die FFP2-Masken, so wie ich sie trage, dass man die auch nur entsprechend der Anweisung trägt und zwischendurch dann auch trocknen lässt und auf jeden Fall auch wechselt. Regelmäßiges Wechseln, dafür müssen die Apotheken auch genügend Masken haben. Vor gut einem Monat, als über 60-Jährige und Risikopatienten kostenlos FFP2-Masken erhalten sollten, hatte es vermehrt Lieferengpässe gegeben. Jetzt seien die Apotheken aber besser aufgestellt. Also was das dieses Jahr jetzt angeht, ist das gut organisiert, haben wir gute und auch vernünftige Hersteller an der Hand, wo wir auch gut und schnell versorgt werden. Im letzten Jahr vor Weihnachten, das war nicht so wirklich gut unterstützt, das war eine Hauruck-Aktion und wir mussten ganz schnell handeln und haben die Ware einfach nicht bekommen, so wie sie angefragt wurde. Neues Jahr, neues Glück, zumindest im Hinblick auf besser verfügbare Masken. Trotzdem wird hier so schnell keine Ruhe einkehren, da sind sich die Mitarbeiter der Lindenapotheke sicher.